Liebe BASF-Inside-Zuschauer, seit einiger Zeit gibt es etwas Neues am Standort Ludwigshafen. Das wir erwähnen Standort-Shuttle. Was genau das ist und wie das funktioniert, das schauen wir uns heute einmal an. Aber zuerst die Basics. VIAVAN ist ein On-Demand-Ride-Sharing-System. Das heißt, ich buche mir einen Shuttle, das Shuttle kommt vorbei, ich steige ein und es bringt mich zum Zielort. Dafür muss ich aber erst eine App buchen. Um die App zu installieren, muss man in den Play Store gehen. Alternativ natürlich in den Apple App Store. Gebe hier oben VIAVAN BASF ein und gehen direkt auf die App und installieren die. So, wenn ich die App dann offen habe, dann schaut das Ganze so aus. Dann kann ich meinen Einstiegspunkt festlegen. Der ist genau der gleiche wie mein Standpunkt. Das gebe ich jetzt mal als Einstieg an. Dann gebe ich noch einen Fahrgast zusätzlich an, weil meine Kollegin Claudia Perea gleich zusteigt. Und als Ausstieg gebe ich einfach mal die Rheinuferstraße an. Perfekt, Fahrt buchen. Schön. Ist gebucht, in 6 Minuten kommt der Rüdiger zu mir. Hallo Claudia. Hallo Charlotte, guten Morgen. Hi, guten Morgen. Wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich sehr, dass du heute mit mir mitfährst, um das mal auszuprobieren, wie denn das mit dem VIAVAN funktioniert. Wie bist du denn jetzt hergekommen? Ich bin Bus gefahren. Okay. Wir haben nämlich in einer zweiten Phase des Projektes die Buslinien hier eingebunden, damit die Mitarbeiter der BASF die Möglichkeit haben, sowohl den Bus als auch den Shuttle zu nutzen. Und die App entscheidet dann für deine Strecke, welcher der beste Weg ist. Kannst du mir das mal zeigen? Das kann ich dir gerne zeigen. Gut, jetzt machen wir vielleicht mal eine Beispielstrecke. Ich habe als Einstieg unser Standort gegeben und Kunden 120 als Ziel. Und der zeigt mir, dass die Buslinie 2 von hier dorthin fährt in ein paar Minuten und zeigt mir auch genau die Strecke zur Haltestelle. Super. Wir haben auch die Busse mit GPS-Signalen ausgestattet. Ja. Das heißt, während du auf den Bus wartest, siehst du auch, wo sich genau der Bus befindet. Und er gibt dir auch die genaue Wartezeit. Aber wir fahren heute mit dem VIAVAN und ich glaube, dahinter kommt er auch schon. Im Prinzip verfolgte das Projekt auch sehr viele Ziele. Zum einen wollen wir natürlich den Individualverkehr hier am Werk reduzieren, damit auch die Sicherheit im Verkehr erhöhen. Wie du siehst, ist das Werk wie so eine kleine Stadt und in dieser Stadt sind viele Verkehrsträger konzentriert, nicht nur Autos, sondern auch LKWs, die Bahn ist da, Fahrradfahrer und natürlich auch Fußgänger. Und da ist die Sicherheit im Verkehr enorm wichtig. Wir haben zum einen Besucher der BASF, die haben den größten Vorteil, dass sie hier einfach gefahren werden. Sie müssen sich keine Gedanken machen, wo ist das Gebäude, wo ich meinen Termin habe. Für den Verkehr im Werk ist es natürlich auch sicherer, damit weniger nicht so ortskundige Fahrer unterwegs sind. Und wir haben den Nutzerkreis Mitarbeiter. Und für diesen Nutzerkreis besteht der Vorteil, dass wir zum einen 2 Produkte auf einer App haben. Das heißt, wir haben den Standort-Shuttle für all das, was der Werksbus nicht gut bedienen kann. Und wir haben die Busse auch da drauf. Und ich muss nicht mit meinem Auto fahren oder mit einem Betriebsauto. Ich muss keinen Parkplatz suchen. Rüdiger, seit wann fährst du denn hier mit dem VIAVAN? Ich komme vom Taxi und habe dann hier von der Bekannten, die auch schon hier fährt, habe ich dann erfahren, dass hier eine Stelle frei wird. Und bin jetzt hier im VIAVAN-Team seit Februar 2019. Und macht's Spaß? Ganz großen Spaß. Also ich bin persönlich auch begeistert, auch von dem System her begeistert. Man muss wohl ein bisschen aufpassen hier auf die Radfahrer. Aber ansonsten so vom Verkehr her und vom Fahren her und vom System her perfekt. So ein Fahrer wünscht man sich, oder Claudia? Ja, definitiv. Also im Allgemeinen ist das VIAVAN-Team und insgesamt und alle Fahrer und auch alle Partner, die wir dort haben, unheimlich motiviert. Und es macht sehr viel Spaß. Wie ist so das Feedback? Insgesamt ist mein Eindruck, dass das ein willkommenes Produkt gewesen ist im Werk und dass es wirklich den Alltag einfacher macht. Was freut dich am meisten an dem Konzept? Dass es so flexibel ist, dass wir große Mobilitätsfragen haben momentan, auch nicht nur im Werk, sondern in der Region. Und dass hier Erfahrungen gemacht werden, wie so eine flexible Mobilität hingekriegt werden kann. Und ich glaube, da könnten sich vielleicht die Städte auch hier was abgucken.
Das heißt, wir haben jetzt im Verlauf der Strecke auch bei K210 noch einen Zustieg. Da kommt noch eine Person hier ins Auto rein. Stichwort Ridesharing, das ist ein sehr wichtiger Aspekt für uns, weil dadurch reduziert sich faktisch den Individualverkehr. Mhm. Du musst dir vorstellen, wenn viele Leute zu einer Besprechung fahren müssen und jeder ein Auto nimmt oder mehrere Autos für eine Strecke genutzt werden, kann man mit dem Shuttle genau gebündelt diese Fahrten durchführen. Und das ist ein enormer Vorteil, um eben die Reduktion des Individualverkehrs zu ermöglichen. Eva, du bist gerade zugestiegen. Wo kommst du denn her? Ich bin von K210. Ich komme von der Kläranlage. Das heißt, du musst die ganze Zeit hin und her pendeln. Okay. Das heißt, so ein Service kommt dir gelegen? Ja, sehr. Also am besten gefällt mir eigentlich die App. Ja, also dass es so unkompliziert ist und einfach und schnell. Ja. Und wäre eine Buslinie für dich eine Alternative? Eben nicht, weil ich ja von der Kläranlage komme. Ich habe mein Büro in der Kläranlage und muss dann eben hin und her pendeln. Und mit dem Bus ist eine schwierige Anbindung hierher und dauert eben ewig. Und ja, mit dem Via-Van ist halt viel, viel schneller. Du könntest den Weg ja rein theoretisch auch mit dem Auto fahren. Was sind die Vorteile vom Via-Van? Ich kann während der Zeit noch ein paar E-Mails beantworten oder mich auf einen Termin vorbereiten. Ist halt super bequem. Würdest du weiterempfehlen? Ja, auf jeden Fall. Cool. Sehr schön. Ja. Liebe WSFN-Zeitzuschauer, Claudia und ich sind jetzt am Zielort angekommen und Claudia, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Glückwunsch an dich, an dein Team, ans Via-Van Shuttle Team. Das hat ja alles ganz wunderbar geklappt. Vielen Dank. Es war ein sehr spannendes und erfolgreiches Jahr und ich freue mich sehr, dass heute alles so gut funktioniert hat und dass du dir ein gutes Bild von unserem Shuttle machen konntest und vor allem, dass du sehr viel Spaß dabei gehabt hast. Auf jeden Fall. Und liebe Zuschauer, bevor es jetzt wieder zu regnen anfängt, buchen wir uns gleich den nächsten Via-Van zurück. Gute Idee. BASF. We create chemistry.